Hallo zu Friede, Freude, Smartphone und dem Tablet-Kurs. Das ist Teil 9 und heute erzähle ich etwas zur Kamera. Hier auf dem Tablet habe ich zwei Kameras. Ich habe hier hinten eine Kamera und hier vorne habe ich noch eine Selfie-Kamera. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie hier hin und her schalten. Hier ist das Symbol für meine Kamera. Ich tippe einmal drauf und damit öffnet sich die Kamera. Eins der wichtigsten Symbole hier ist dieser weiße Punkt. Das ist der Auslöser. Jedes Mal, wenn ich hier drauf tippe, dann mache ich ein Foto. Und hier direkt drunter bekomme ich eine kleine Vorschau meines Fotos, wenn ich hier drauf tippe. Dann sehe ich das Foto, das ich gerade eben gemacht habe. Und mit dem Einschritt-Zurückwischer komme ich zurück zu meiner Kamera. Hier auf der linken Seite habe ich auch noch zwei Symbole. Einmal oder zwei, das ist der Winkel der Aufnahme. Wenn ich auf zwei tippe, dann ist es ein engerer Winkel. Und hier eins, das ist der weitere Winkel. Hier rechts darüber kommt ein Symbol, das ist wie so ein Kreis, der sich dreht. Und damit schalte ich zwischen den zwei Kameras meines Tablets hin und her. Also jetzt schalte ich von der hinteren Kamera auf die vordere Kamera. Ich tippe einmal drauf. Damit bin ich jetzt hier auf der vorderen oder der sogenannten Selfie-Kamera. Hier kann ich mich selber fotografieren. Hier links haben sich die Symbole verändert. Ich bin jetzt auf dem engeren Winkel. Hier gibt es aber auch noch diesen weiteren Winkel, wenn ich mehrere Personen fotografieren möchte. Um wieder zurückzuschalten, tippe ich einfach noch einmal auf das Symbol und damit bin ich wieder auf der hinteren Kamera. So können Sie also zwischen den verschiedenen Kameraeinstellungen wechseln. Welche anderen Symbole finde ich denn jetzt hier noch auf dem Kamerabildschirm? Hier drüber gibt es noch ein paar andere Symbole. Dieses erste Symbol hier, das ist ein sogenannter Zauberstab. Damit kann ich meine Fotos schöner machen. Ich tippe hier einmal drauf. Jetzt habe ich hier die Auswahl zwischen Filter und Gesicht. Ich kann hier sofort bei der Aufnahme einen Filter legen. Filter kann ich aber auch in der Nachbearbeitung noch drüber legen. Das zeige ich in einem anderen Video. Darunter, da ist Gesicht. Hier kann ich also, vor allem wenn ich Selfies mache, mein Gesicht noch ein bisschen verändern. Ich könnte zum Beispiel die Augen größer machen, das Gesicht schmaler. Und hier oben, damit könnte ich die Falten ein bisschen reduzieren. Das mache ich jetzt nicht, das dürfen Sie selber ausprobieren. Ich gehe zurück auf Filter. Hier habe ich momentan keinen Filter eingeschaltet. Und ich tippe einmal ins Bild und damit schließt sich die Auswahl wieder. Darüber, das ist natürlich das Format. Momentan ist 4:3 eingestellt. Ich könnte hier zum Beispiel auf Full tippen und damit das Format verändern. Ich tippe noch einmal drauf, gehe hier wieder auf 4:3. Das nächste, das ist der Selbstauslöser. Ich habe hier 2, 5 oder 10 Sekunden. Ich stelle hier mal 2 Sekunden ein. Und wenn ich jetzt den Auslöser betätige, dann habe ich noch 2 Sekunden Zeit, um mein Bild einzurichten. Ich tippe noch einmal drauf und schalte den Selbstauslöser wieder aus. Als letztes habe ich hier die Einstellungen. Auch hier tippe ich mal drauf. Hier kann ich verschiedene Funktionen an- oder ausmachen. Ich gehe hier mal ein Stück nach unten. Hier habe ich zum Beispiel die Funktion Geotagging. Das ist bei mir an. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein Bild mache, wird auch der Standort dazu gespeichert. Hier darunter finde ich noch Auslöser. Auch hier tippe ich mal drauf. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten des Auslösens. Eine Möglichkeit ist Zeigen der Handfläche. Das habe ich in anderen Videos schon erklärt. Und unten finden Sie den Link dazu. Eine andere Möglichkeit ist Drücken der Lautstärke. Das ist auch ganz praktisch. Ich gehe hier nochmal zurück und gehe hier wieder raus. Um ein Foto zu machen, kann ich auch auf die Lautstärke-Taste tippen. Ich mache das mal. Und auch so mache ich ein Foto. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Tipp von mir. Eine Einstellung, die nicht sichtbar ist, die aber sehr wichtig ist, ist, hier auf das Bild zu tippen. Wenn ich hier auf mein Bild tippe, dann wird auf diese Stelle des Bildes scharf gestellt und auch die Belichtung wird darauf eingestellt. Ich kann das verändern, indem ich jetzt hier zum Beispiel ein bisschen länger tippe. Jetzt habe ich es festgemacht und jetzt kann ich hier noch heller machen oder dunkler machen. Und jetzt kann ich mein Bild hier bewegen, ohne dass Schärfe und Belichtungseinstellung verändert wird. Ich muss hier noch einmal drauf tippen, damit schalte ich es wieder aus und jetzt stellt sich es wieder automatisch scharf. Das war's für heute. Beim nächsten Mal geht's weiter mit der Kamera. Nicht vergessen, abonnieren und wieder reinschauen. Tschüss!